Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder einen Vergleich alt gegen neu. Hier haben wir zweimal China-Cracker von Weco Feuerwerk. Einmal von Helios, aber es ist ja Weco Feuerwerk. Hier haben wir China-Cracker mit dem alten Warenzeichen und dem Übergangslogo. Das heißt, es wird so ungefähr 90er Jahre sein, Ende 90er Jahre. Und hier halt brandaktuelle aus dem Hunan bzw. Dynamite Bag aus dem Aldi Süd. Und ja, ich zeige euch mal einen Böller. Ich habe noch ein zweites Paketchen. Hier sieht man die Böller. Die sind auch ziemlich gut gewickelt, sind auch sehr hart. Ich kann es nicht eindrücken. Richtig schöne Wandung und alles. Hinten noch geklebt, vorne noch gestopft. Richtig geil. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Vergleich, wie sich die neuen gegen die alten noch bewähren. Oder vielleicht sind auch die alten schlecht. Wir werden es herausfinden, Leute. Bis gleich. So, ich habe jetzt nochmal alles hier ordentlich hingelegt. Danach geht es auch weiter zum Test. Hier sieht man nochmal die aktuellen China Cracker und hier zum Vergleich nochmal die alten. Das sieht man schon, die sehen einfach perfekt aus. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, da steht jedes Pyroherz echt höher. Guckt euch das an, Mann. Wie geil. Ja, auch der Größenunterschied ist ja unverkennbar. Sieht man auch schon allein an dem Päckchen. Das hier ist viel höher und auch breiter. Ja, so, ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf zu labern und wir fangen direkt an mit dem Test und wir starten mit dem China Cracker von Helios, also dem aktuellen China Cracker. Ja, da war gar nicht mal so schlecht für aktuelle Verhältnisse. Wir machen mal direkt noch einen. Sauber. Die sind echt nicht schlecht, muss man sagen. Die Aufnahme läuft schon, ne? Ja, ich denke mal, das schneidest du ja an, ne? Ja. Boah! Okay, jetzt piept mein Ohr, der war deutlich lauter. Und der hat auch richtig geil geschnipselt. Wir machen noch einen. So, bei der letzten Zündung machen wir mal einen Direktvergleich zwischen neu und alt. Der linke ist der neue und der rechte ist der alte. Wo ist denn der alte? Sind die beide gleichzeitig explodiert? Ja, hier sieht man noch die Überbleibsel von den China-Crackern. Das sind aber, glaube ich, nur die Überbleibsel von den aktuellen Böllern, von den alten China-Crackern. Findet man nichts mehr, weil die haben einfach so gut geschnipselt. Das hat man ja vor allen Dingen beim ersten Böller gesehen. Also beim ersten alten Böller, den wir gezündet haben. Mir persönlich hat der Vergleich selber ziemlich gut gefallen, denn ich habe es noch nie direkt miteinander verglichen, also diese beiden China-Cracker. Es ist aber ganz deutlich hervorgekommen, dass die alten China-Cracker einfach viel besser sind. Auch für die Optik besser. Und die fühlen sich besser an, sehen besser aus und die schnipseln besser. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Die neuen China Cracker sind erstaunlich gut. Was ist denn eure Meinung dazu? Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und hier links sieht man noch zwei Bombenrohre, die ich schon gezündet habe. Denn vorhin habe ich noch ein anderes Video gedreht. Wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt, den Bombenrohrvergleich zwischen Thunder Kong und Flashbang vom Lidl von Weco. Dann könnt ihr gleich gerne auf das Video klicken und es euch angucken. Es ist echt gut geworden, zieht es euch auf jeden Fall rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Get down to the B-side.